Ein Mann, den ich außerordentlich schätze, hat gerade seine Arbeiten an einem Buch beendet. Dieses Buch heißt Rettet Europa vor der EU. Und dieser Mann hat bei seinen Vorbereitungen für dieses Buch gedacht, jetzt mal richtig herauszufinden, wie es weitergeht mit der Europäischen Union, und sich ein großartiges Buch beschafft, das heißt Für Europa, gemeinsam geschrieben von Daniel Cohn-Bendit und ich weiß nicht, warum jetzt hier gelacht wird, und Herrn Verhofstadt. Und in diesem Satz hat dieser Mann, den ich, wie gesagt, sehr schätze, den Satz gefunden, es ist Zeit, dass wir endlich die planetaren Probleme anpacken. Und deswegen brauchen wir mehr Europa. Und ich fand das so überzeugend, dass jetzt endlich jemand sich aufschwingt, die planetaren Probleme anzugreifen. Das war ja in den letzten Jahren sehr in den Hintergrund getreten, dass wir uns um planetare Probleme gekümmert haben. Und deswegen schlage ich vor, dass auch wir das heute tun und uns jetzt ein paar Planeten auf unser Podium bitten. Eine Planetin besonderen Ausmaßes, Frau Kablitz wird moderieren. Susanne Kablitz, darf ich Sie nach vorne bitten? Herzlich willkommen. Also ich bedanke mich ganz, ganz doll für die Einladung bei Professor Habermann. Mein Name ist Susanne Kablitz. Ich habe jetzt das große Vergnügen, mit drei wundervollen Männern hier vorne eine nette Debatte zu führen. Ich versuche es für Sie so interessant wie möglich zu machen, damit Sie auch ein bisschen Spaß an dieser halben Stunde haben. Und ich möchte die Diskussion einfach mal mit einer Frage beginnen. Und ich fange mal bei Dr. Lindhoff an. Herr Lindhoff, wie halten Sie es eigentlich mit dem Neid? Also erstmal möchte ich die Gelegenheit nutzen und allen einen schönen guten Tag wünschen. Ich bin kein Doktor, das zur Erklärung, das ist mein Druckfehler. Wie halte ich es mit dem Neid? Ja, ich habe da eigentlich einen großen Helden, und zwar Chris Gardner. Chris Gardner ist 60 Jahre alt, stammt aus den USA. Und Chris Gardner hat es geschafft, in den 80er Jahren vom obdachlosen, alleinerziehenden Vater sich hochzuarbeiten zu einem Multimillionär, Unternehmer, Entrepreneur und Investmentberater. Und er hat es eben nicht geschafft, indem er seinen Neid kultiviert hat, was vielleicht ganz tief in seiner Seele steckte, sondern er ist offensiv auf erfolgreiche Menschen zugegangen, hat gefragt, wie habt ihr es geschafft, wie komme ich selber zu Geld, zu Reichtum, zu einem guten Job? Und er hat gearbeitet, er hat Ehrgeiz entwickelt oder war vorher schon ehrgeizig, war extrem fleißig, wie gesagt, er war alleinerziehender Vater, hat in Obdachlosenheimen gearbeitet. In dieser Zeit hat er ein Trainee-Programm gemacht bei einer Investmentgesellschaft und hat sich so peu à peu hochgearbeitet. Und das ist mein großer Held. Ich verehre Chris Gardner und dementsprechend halte ich relativ wenig von Neid. Sie halten wenig von Neid. Herr Bökenkamp, wie halten Sie es denn mit dem Neid? Oh. Ja, ich würde sagen, ich persönlich bin immer sehr neidisch auf Leute mit mathematischer Begabung. Die geht mir nämlich ein Stück weit ab. Aber ich glaube, vieles von dem, was man immer unter Neid versteht, also hat der andere ein größeres Auto oder nicht, geht mir persönlich weitgehend ab. Ich glaube auch persönlich, dass wir, wenn wir über Neid im Zusammenhang mit dem Sozialstaat reden, ja eigentlich mit einem merkwürdigen Phänomen zu tun haben, weil wir ja immer über diese abstrakte Größe sprechen, wie viel verdient Bill Gates und wie viel verdient, was bekommt ein Hartz-IV-Empfänger. Obwohl ich davon überzeugt bin, dass die meisten Hartz-IV-Empfänger sich nicht mit Bill Gates vergleichen. Sondern man vergleicht sich ja in der Regel mit seinen Klassenkameraden, seinen Nachbarn, seinen Freunden in der Familie. Und daraus ergibt sich ja das Phänomen der relativen Armut. Also man sagt ja, relative Armut sei deshalb relevant, weil es ja darum geht, dass Menschen sich mit anderen vergleichen. Eigentlich müsste man sagen, Armut ist relativer als relative Armut, weil sie ist immer relativ zum eigenen Umfeld. Das heißt, man müsste, also wenn man diese Regel, jeder muss mindestens 60% des Durchschnitts haben, eigentlich sagen, jeder müsste 60% des Durchschnitts seines persönlichen privaten Umfeldes haben. Das wären dann irgendwie am Starnberger See eine andere Größe als in Berlin-Wedding. So konsequent hat man das Phänomen aber noch, hat man diesen Ansatz allerdings noch nicht zu Ende geführt. Dankeschön. Herr Tamm. Ja, vielleicht sage ich mal was Positives zum Neid. Neid ist eine
Triebkraft, die, glaube ich, auf diesem Planeten, weil wir von planetaren Problemen gesprochen haben, ist sicher nicht Neid das Problem des Planeten, sondern vielleicht sogar ein Mangel an Neid, jedenfalls auf das Richtige. Neid kann eine Triebkraft sein für sehr viele Menschen. Bloß der Wohlfahrtsstaat verzerrt oder pervertiert Neid, weil er Neid nur auf etwas schürt oder weil er speziell Neid auf etwas schürt, was nur ein Stück vom Umverteilungskuchen ist. Wenn es das nicht gäbe, wäre Neid eine durchaus positive Triebkraft. Ich will auch ein Bentley fahren, muss ich arbeiten. Oder ich will auch kostenlos, aber will mir alles Mögliche leisten können. Muss ich arbeiten, muss ich mehr arbeiten, muss ich kreativ sein. Der Wohlfahrtsstaat macht etwas anderes. Er zeigt, Menschen bekommen etwas vom großen Kuchen, ohne dafür zu arbeiten. Und jetzt will ich auch ein Stück Kuchen. Und das ist die Logik des Wohlfahrtsstaates. Und das ist das Gefährliche. Und so wird Neid natürlich zur unproduktiven Triebkraft innerhalb des Wohlfahrtsstaates. Ohne diese Institution wäre es durchaus in vieler Hinsicht etwas Positives. Ich glaube auch, dass wirklich viele große Unternehmer, viele Menschen dadurch auch angetrieben wurden, dass sie einfach etwas haben wollten, was ihr Nachbar hatte oder jemand, den sie kannten. Und das ist nicht per se was Schlechtes, außer man greift mit Hilfe des Wohlfahrtsstaates diesen anderen in die Tasche. Dann wird es gefährlich. Dankeschön. Also, wenn Sie mal auf eine Party gehen und Sie wollen so richtig Stimmung da reinbringen, so richtig, ja, weil es so eine richtig lahme Veranstaltung, dann sagen Sie einfach, das mache ich schon mal gerne, um da so ein bisschen Pep reinzukriegen. Also, ich bin Kapitalistin. Ich möchte den Wohlfahrtsstaat abschaffen und ich bin gerne neidisch. Weil ich finde kaum noch einen Menschen, auf den ich neidisch bin. Die meisten langweilen mich. Die meisten mit ihrem ewigen Geplapper von wir müssen alle gleich sein. Da denke ich, ja super, dann sind wir alle gleich. Und dann gucke ich mir denjenigen an und dann denke ich, ach du Schreck. Es gibt nur hier in dieser Runde ist das natürlich was ganz anderes. Hier sind sehr viele Menschen, auf die ich sehr gerne sehr neidisch bin, weil hier sehr viel an Gehirn ist, an Schaffenskraft, an Kreativität, an Dingen, die diese Welt weiterbringen. Und Sie haben hier, ich gehe jetzt mal auf diese drei Thesenpapiere mal ein, Wörter genannt, zum Beispiel hierbei, das Unwort überhaupt, Kapitalismus. Der Kapitalismus ist, wenn man mal die Leute fragt, etwas Böses. Der Kapitalismus ist etwas, was abgeschafft gehört, weil er das Soziale zerstört, weil er den Wohlfahrtsstaat zerstört. Und ich habe bei Ihnen in einer Ihrer Thesen gelesen, nein, der Kapitalismus ist eigentlich das, was den Wohlfahrtsstaat erst möglich gemacht hat. Und darauf würde ich gern ganz kurz mit Ihnen eingehen. Stimmt das, dass der Kapitalismus den Wohlfahrtsstaat überhaupt erst möglich gemacht hat? Oder stimmt die These, dass der Marxismus, was habe ich jetzt gelesen, der Sozialismus und der Kommunismus den Kapitalismus menschlicher machen? Also, die erste These, stimmt das, dass der Kapitalismus den Wohlfahrtsstaat überhaupt erst möglich gemacht hat? Herr Bökenkamp. Ja, also meine Perspektive ist etwas dadurch geprägt, dass ich Historiker bin. Und es fällt einem ja sehr deutlich auf, dass wir heute über soziale Probleme reden, über die die Menschen in vorkapitalistischer Zeit, also wenn man mal kapitalistische Gesellschaft ansetzt als eine Bewegung, die in der frühen Neuzeit beginnt, eigentlich sehr dankbar wären. Also wenn man sich mal Zahlen ansieht, wie viele Menschen noch im Mittelalter, in der frühen Neuzeit an Seuchen, an Unglück gestorben sind, hat überhaupt erst der Kapitalismus eine nennenswerte Größe geschaffen, die verteilt werden konnte. Dass wir heute einen so hohen Anteil unseres Bruttoinlandsproduktes sozial verteilen können, das wäre im 18. Jahrhundert schlichtweg nicht möglich gewesen, weil da gab es nichts zu verteilen. Da reichte das beim Staat für die Hofhaltung des Monarchen und für das stehende Heer. Aber diese enorme Umverteilung, das ging also rein faktisch nicht. Das Zweite, wo ich glaube, der Kapitalismus ein Stück weit auch tatsächlich den Wohlfahrtsstaat befördert und ermöglicht gemacht hat, liegt daran, dass der Kapitalismus einfach eine neue Mentalität geschaffen hat. Also mir wird das immer klar, wenn man mit Menschen aus Regionen der Welt spricht, zum Beispiel, wir haben ja öfter asiatische Delegationen, denen man den europäischen Wohlfahrtsstaat erklärt. Und wo ist dieses Gefühl dafür, dass man überhaupt etwas als soziales Problem identifiziert? Gar nicht so gibt. Mir hat vor kurzem ein China-Experte gesagt, wenn ein Chinese nach Afrika kommt, wird er nicht angebettelt, anders als ein Europäer. Weil Europäer geben dann was und Chinesen geben grundsätzlich nichts an Leute ohne Gegenleistung, die nicht zu ihrer eigenen Familie gehören. Das heißt also, der Kapitalismus hat eine große Sensibilität auch für menschliches Leid geschaffen,
Das sieht man auch, wenn man ein Buch wie das von Steven Pinker liest. Wir sind ja eine unheimlich friedliche, mitfühlende Gesellschaft geworden. Und das macht natürlich, dass überhaupt erst, also die Politik für den Wohlfahrtsstaat gibt dem überhaupt erst eine Massenbasis. Also ich glaube eben, darum ist eine gewisse Maß an Umverteilungspolitik, also sind bestimmte Probleme auch in der Ökologie im Westen wirkliche politische Themen, auch in meinem Übermaß politische Themen, die eben in sehr armen Gesellschaft gar kein Thema sind. Also diese zwei Aspekte würde ich sagen. Erstens, es gibt enorm viel umzuverteilen durch den Kapitalismus, was es in vorkapitalistischer Gesellschaft nicht gab. Und zweitens, der Kapitalismus hat ein hohes Maß an Sensibilität und Mitgefühl bei den Menschen geschaffen, die so etwas überhaupt politisch legitimierbar macht. Okay. Herr Tambo, sehen Sie denn dann den Grund oder einen der Gründe, warum der Kapitalismus, den ja kaum jemand richtig beschreibt, das ist ja nächstes Problem, dafür verantwortlich gemacht wird, dass wir eine kalte und nicht mitfühlende Gesellschaft sein sollen, was ich so nicht feststellen kann, aber so wird es ja gern kolportiert. Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Erstmal könnte man sagen, es liegt auch wieder am Erfolg des Kapitalismus, denn der Kapitalismus hat es ermöglicht, viele Lebensbereiche zu schaffen, die praktisch zumindest auf den ersten Blick unabhängig sind von der Einkommenserzielung an einem Markt. Er hat eine riesen Bürokratie geschaffen, er hat aber auch gewaltigen Pool an Intellektuellen oder solchen, die sich so nennen, geschaffen oder die sich selbst so definieren, geschaffen. Es gibt also sehr viele Menschen jetzt, die für ihr Geld schon arbeiten, die gehen zur Arbeit und bekommen dafür Lohn, aber es hat nicht unmittelbar mit wirtschaftlicher Tätigkeit zu tun. Das hat nur der Kapitalismus. Früher gab es ein paar Gelehrte am Hof und das war's. Und dann vielleicht noch ein paar Hexen und ein paar Wunderheiler. Und das war's. Die kann man ja sagen, die haben immerhin wenigstens noch irgendeine Leistung erbracht. Aber eins steht fest, die Hexen gibt es heute immer noch. Ja, genau. Ja. Also die haben sich nicht abgeschafft. Ja. Ja, gut. Also jedenfalls ist dadurch die Möglichkeit einer sehr umfassenden Diskussion entstanden, die auch wiederum natürlich in bestimmten Richtungen den Kapitalismus und die Wirtschaft befruchtet hat, die aber auch sehr eigenständig geworden ist. Und das hat dazu geführt, dass nun sehr viele Menschen diesen Zusammenhang aus dem Auge verloren haben, dass Dinge erwirtschaftet werden müssen, dass etwas produziert werden muss. Auch dieses ganze Gerede, dass wir eigentlich in der postindustriellen Gesellschaft sind, ich dachte, wir sind wahrscheinlich schon in der Postwirtschaftsgesellschaft, hat man manchmal das Gefühl, wenn man so die Debatten hört. Und das ist natürlich Unfug und gefährlich, weil alles, was ausgegeben wird, erwirtschaftet werden muss. Man kann ja eine gewisse Zeit Geld drucken, um diesen Zusammenhang außer Kraft zu setzen. Also jetzt greife ich einfach mal rein, das ist totaler Quatsch. Wie, das muss erwirtschaftet werden? Ja. Wenn man das so hört, muss das nicht erwirtschaftet werden. Also wir diskutieren im Moment über bedingungslose Grundeinkommen. Ja. Wir diskutieren darüber, dass wir doch einfach Geld drucken können. Und dann möchte ich gerne mal zu Herrn Lindhoff kommen. Warum sollten wir das eigentlich nicht tun? Und sagen, okay, der Wohlfahrtsstaat ist ja eigentlich, klingt ja auch so hübsch und kuschelig. Und warum drucken wir nicht einfach Geld und geben das jedem und dann kurbeln wir damit auch die Wirtschaft an und alle sind glücklich? So könnte es doch laufen, oder? Wir sollten es nicht machen. Denn der Wohlfahrtsstaat, der kann niemals so menschlich liebend sein wie die Menschen selbst, wie kleine Gruppen, wie natürlich gewachsene Gemeinschaften. Ich habe heute früh ein schönes Lied im Radio gehört, als ich zum Flughafen gefahren bin, von Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Da geht es um eine Frau, die zuerst sehr attraktiv erscheint und dann, wenn die Beziehung läuft und es fester wird, dann ist es eher, also entpuppt sich die Frau mehr als Tyrann. Und so, ich habe bei diesem Lied nicht spontan an eine verflossene Liebe gedacht, sondern an den Staat. Denn auch er zieht die Liebe in den Dreck. Er sagt, er wäre liebend, er würde sich um uns sorgen, er ist Vaterstaat, er kümmert sich um alles. Doch das kann er nicht. Er kann sich zwar materiell um uns kümmern, er kann uns 390 Euro Hartz IV pro Monat geben plus Miete. Mehr kann er allerdings nicht, denn es sind immer noch Bürokraten, die den Wohlfahrtsstaat führen. Es sind keine liebenden Menschen, auch wenn sich Sozialarbeiter und ich war mehr als 10 Jahre selber Sozialarbeiter so nennen. Dabei gibt es sehr viele gute Menschen, die auch wirklich mit Herz dabei sind. Aber die meisten, die verdienen eben ihr Geld damit. Das ist ihre Arbeit, mehr nicht. Und das heißt, Sie unterstellen diesen Menschen oder dieser Industrie, dass sie gar nicht so wohlfahrtsstaatlich unterwegs sind und gar nicht so sozial unterwegs sind, sondern dass sich das Ding, sag ich mal, einfach gut verkaufen lässt. Ja, genau. Ja? Es liegt aber nicht an den Menschen selbst vielleicht, sondern am System. Denn
es ist ja kein wirkliches Käufer-Verkäufer-Verhältnis zwischen Sozialarbeiter und Klient, wie man so immer nennt in der sozialen Arbeit, sondern dieses Verkäufer-Käufer-Verhältnis besteht ja zwischen Staat oder Behörde und Sozialarbeiter, denn der Staat bezahlt die Sozialarbeiter und der Staat ist der Kunde dieser Sozialarbeiter. Und Sie sagten gerade, der Staat bezahlt die Leute. Der Staat. Wer ist das eigentlich? Der Steuerzahler. Der Staat verteilt natürlich das Geld nur das ist richtig. Okay. Worauf ich aber hinaus will, ist, dass die Betreuten in der sozialen Arbeit eigentlich das Produkt sind. Das Produkt, das irgendwie bearbeitet wird vom Verkäufer, Sozialarbeiter. Und der Käufer dieser Leistung ist der Staat. Er bezahlt. Okay. Beziehungsweise der Steuerzahler, aber davon weiß er nichts. Sie haben so in Ihrem Thesenpapier, den Satz drin stehen, die Menschen leben nur noch im Hier und Jetzt. Oder sie leben überwiegend im Hier und Jetzt. Und das ist ja auch kein Wunder, weil gewisse Dinge sich gar nicht mehr lohnen. Sparen lohnt sich nicht mehr. Das wird ja immer mehr, geht es ja in die Richtung. Und da möchte ich gerne noch mal zuhören. Bökenkamp, so ein Wohlfahrtsstaat, der muss ja finanziert werden. Das lässt sich ja nur durch zwei Dinge realisieren. Zum einen Steuern, das ist das eine Thema. Und natürlich, das andere Thema ist, das machen wir im Moment fleißig, wir drucken Geld, weil viel andere Möglichkeiten haben wir nicht. Das wird ja irgendwann mal an eine natürliche Grenze kommen, dieses ganze Thema, nämlich spätestens dann, wenn jemand 100% seiner Steuern zahlen muss oder wenn diese ganze Gelddruckerei ein Ende hat. Wie geht das denn dann mit dem Wohlfahrtsstaat weiter? Ich meine, wann ist denn damals Schluss? Ja. Oder ist das Schluss überhaupt? Also ich glaube schon, dass es sowas wie eine natürliche und politische Grenze gibt. Die natürliche und politische Grenze liegt da, wo man die Abgaben und Steuern nicht weiter erhöhen kann, ohne dass man am Ende weniger Steuern und Abgaben einnimmt. Also Frankreich hat ja nun diese berühmte Reichensteuer eingeführt von 75% der Einkommen. Und das Ergebnis ist, dass Frankreich diesem Jahr 5 Milliarden Euro weniger einnimmt. Das heißt, man kann das dann immer weiter nach oben schrauben. Ich glaube, in Großbritannien lag das mal bei 90% der Spitzensteuersatz. Und trotzdem war das Land fast pleite. Das heißt, da gibt es schon eine natürliche Grenze, bis zu der man gehen kann, ab der dann die Leute sagen, dann gehe ich einfach nicht mehr zur Arbeit. Oder dann ist mir Freizeit wichtiger. Da gibt es, glaube ich, auch schon eine politische Grenze, nämlich welchen Maß an Widerstand man erzeugt. Und da glaube ich auch nicht, dass es ganz so richtig ist, dass nur weil es mehr Ältere gibt, sich die Älteren dauerhaft mit ihren Zielen durchsetzen, weil am Ende ja auch immer Frage ist, wie resistent oder wie viel Widerstand kommt von der politischen Minderheit. Und da, glaube ich, gibt es so eine natürliche Grenze. Und wenn die erreicht ist, bleibt einem eigentlich nichts anderes übrig, als die Leistung, die man verspricht, abzuschmelzen. Was wir ja auch schon mit Rente 67 und diesen Ansätzen erleben. Und das wird man wahrscheinlich versuchen, das möglichst über einen längeren Zeitraum zu machen, um eben nicht allzu viel Widerstand zu produzieren, aber dass es so eine Abschmelzung geben wird hin auf so eine Art soziale Basissicherung, glaube ich, halte ich für langfristig für sehr wahrscheinlich. Okay. Herr Tamm, Sie haben in Ihrem Thesenpapier ein sehr schönes Wort benutzt. Sie haben das Wort Moral benutzt. Und Moral ist ja in unserer Gesellschaft ein bisschen etwas, was gerne jeder in den Mund nimmt, wo ich aber behaupte, dass die wenigsten verstehen, was eigentlich Moral noch ist. Moral hat sich so zu etwas Willkürlichem entwickelt aus meiner Sicht. Wie sehen Sie das? Gerade im Bezug auf den Wohlfahrtsstaat. Ja, es wird ja gern argumentiert, dass der Wohlfahrtsstaat etwas ist, was Moral in die Gesellschaft bringt, die von der Wirtschaft sonst ausgemerzt werden würde durch die kalten Zusammenhänge in der Wirtschaft, durch den Erwerbstrieb und sowas. Und jetzt bringt der Sozialstaat, der Wohlfahrtsstaat, ganz allgemein der Umverteilungsstaat, bringt dann Moral herein. Das ist natürlich, erlauben Sie mir das Wort, das ist gefährlicher Unfug, weil es eine Moralvorstellung propagiert oder eine Moralvorstellung voraussetzt, die ohne die Ressourcen für eigene Handlung, ohne die Ressourcen für eigenes Handeln auskommt. Wenn ich Verantwortung für etwas habe, dann habe ich auch Verantwortung für die Ressourcen, die ich habe. Dann habe ich Eigentum oder habe durch Verträge mir die Ressourcen verschafft. Diese Moralvorstellung, die dem Wohlfahrtsstaat zugrunde liegt, ist, es gibt das große Gute, vertreten durch den Staat, von mir aus die Gesellschaft, was auch immer, irgendwelche Institutionen, und die darf dann verteilen. Wo die Ressourcen herkommen, ist egal. Das ist sozusagen eine wirtschaftslose, eine ökonomielose Moral.
Und damit ist es keine Moral mehr, weil ohne Ressourcen kann ich nicht handeln, kann ich nichts tun. Und das ist das Gefährliche. Wir entfernen die Preisschilder von allen möglichen Dingen. Wir entfernen durch den Umverteilungsstaat die Preisschilder von allen Dingen, von einer Autobahn bis zum Opernticket, von Arbeitslohn, von freien Verträgen, von Mieten, von allem. Wir entfernen die Preisschilder und damit können wir nicht mehr verantwortlich handeln. Und das ist das Gefährliche. Und das ist sozusagen nicht Moral, sondern Unmoral. Moralisch sein kann ich nur, wenn ich Verantwortung habe für das, was ich tue. Ich habe bestimmte Ressourcen, die habe ich rechtmäßig erworben durch Verträge, nicht durch Subventionen oder sonst irgendetwas. Und dann tue ich damit Dinge. Wenn ich davon weggehe, dann wird es unmoralisch, weil ich immer andere damit ausbeute, um ein ganz böses sozialistisches Wort zu sagen. Sie haben aber jetzt auch so ein böses Wort benutzt. Ja. Preisschild. Ja. Ja, es kann aber doch an diesen Dingen wie zum Beispiel dem Gesundheitssystem kein Preisschild hängen. Das geht doch nicht. Die Gesundheit muss doch für jeden da sein. Ja, also erstens hängt natürlich de facto an jeder Dienstleistung ein Preisschild dran. Der Wohlfahrtsstaat sorgt nur dafür, dass diese Preisschilder entweder ganz abgerissen werden oder verfälscht werden. Diese beiden Möglichkeiten gibt es. Bei öffentlicher Infrastruktur sorgt er dafür, dass sie ganz abgerissen werden. Das interessiert dann keinen mehr, was es kostet, jedenfalls auf der Oberfläche. Beim Gesundheitswesen sorgt der Wohlfahrtsstaat dafür, dass diese Preisschilder verfälscht werden, ganz massiv. Und das ist die Gefahr. Und wie gesagt, meine Meinung ist, das ist auch nicht sehr populär natürlich, das darf man auch vielen Leuten nicht sagen, aber ohne möglichst korrekte Preisschilder und Abschätzung von Preisen, von Leistungen, von Gütern ist moralisches Handeln überhaupt nicht möglich, weil ich gar nicht weiß, was mein Handeln eigentlich bedeutet für mich und andere. Tja, und da sage ich jetzt einfach mal, das ist ja typisch liberal, ja. Das ist typisch kapitalistisch, an allem klebt ein Preisschild, das ist ja wirklich, also ist das noch menschlich? Ja, also man kriegt ja viele Debatten mit, so gewisse Dinge dürfen keine Preisschilder haben, gewisse Dinge müssen zur Verfügung gestellt werden, weil wir ja eine moralisch wertvolle Gesellschaft sind. Und da komme ich zu einer Aussage von Ihnen, Herr Lindhoff. Wer kümmert sich denn dann um die Armen in einer solchen Gesellschaft, die wir hier propagieren, wo der Wohlfahrtsstaat möglichst abgeschafft werden soll? Ja, um die Armen sollten sich möglichst wieder die Familien kümmern oder kleine Gruppen, Selbsthilfegruppen, natürlich gewachsene Gemeinschaften. Die anonymen Alkoholiker sind vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Soweit ich weiß, sind die auch nicht staatlich geschaffen worden, sondern es gab mal, ich weiß nicht vor wie vielen Jahren, aber eben Alkoholiker, die sich zusammengesetzt haben oder ehemalige Alkoholiker mit dem Ziel, eben noch aktuelle Alkoholiker weiterzuhelfen. Diese zu unterstützen auf ihrem Weg zur Unabhängigkeit vom Stoff. Und dieser Weg ist für mich eben der, der die Nächstenliebe auch wirklich wieder zum Ausdruck bringen kann und eben nicht dieser staatliche Umverteilungsweg, der meiner Meinung nach nichts als kalte Bürokratie ist. Okay, also Sie würden sagen, selbst wenn wir das so hätten, wie wir es gerne hätten, dann würde sich sehr wohl um die Armen gekümmert, dann würde sich vielleicht besser um die Armen oder diejenigen, die einen Moment Hilfe brauchen, gekümmert, als wir das jetzt im Moment tun. Herr Birkenkamp, ich möchte noch mal auf das Wort Moral zurückkehren. Wie moralisch ist es denn eigentlich wirklich, wenn man sagt, ich halte einen Menschen durch den Wohlfahrtsstaat in permanenter und dauerhafter Abhängigkeit? Ist es nicht viel moralischer, wenn ich sage, ich helfe ihm so lange, bis er auf eigenen Beinen stehen kann und lasse ihn dann wieder laufen? Oder sagen Sie, nein, nein, das kann man so auch nicht machen, da muss man schon ein Leben lang betreuen. Wie sehen Sie das? Ja, die Frage ist ja, ob man sozusagen tatsächlich weiterkommt, wenn man das so von diesem ganzen Punkt Moral tatsächlich aufräufelt. Denn wir haben es ja hier mit einem politischen Bereich zu tun, wo es ja faktisch um Interessen geht. Und das Moralische ist ja da im Wesentlichen ein rhetorischer Begriff, mit dem man halt bestimmte Wählergruppen anspricht und andere nicht. Und darum ist eigentlich die Frage, was kann man überhaupt politisch durchsetzen oder nicht durchsetzen. Also zum Beispiel der Bismarckische Wohlfahrtsstaat, da ging es ja interessanterweise gar nicht um die Armen, weil die Ärmsten, das waren die Landarbeiter damaliger Zeit, war gar nicht betroffen. So, es ging im Wesentlichen um Industriearbeiter, weil die gut organisiert waren und weil Bismarck ein aus liberaler Sicht sehr kritisch zu sehendes, aber so aus machtpolitischer Sicht ganz einleuchtendes Konzept hatte, nämlich zu sagen, indem wir den Arbeitern etwas geben und sie den Eindruck haben, sie kriegen etwas vom Staat, binden wir sie an diesem Staat und wir nehmen damit diese revolutionären Rhetorik ein Stück weit den Wind aus den Segeln.
Und das hat ja auch ein Stück weit funktioniert. Wenn man guckt, wie Sozialdemokraten auf einmal Positionen in der Sozialbürokratie eingenommen haben und plötzlich gar nicht mehr so begeistert waren von der Revolution, ist dieses Konzept ja ein Stück weit aufgegangen. Und die eigentliche Frage ist, wenn man sich, also glaube ich, heute dem Wohlfahrtsstaat nähert, ist die Frage, welches Maß von Wohlfahrtsstaat oder von sozialer Sicherung braucht man eigentlich, um ein marktwirtschaftliches System vor Kritik so sehr zu immunisieren und so sehr abzusichern, dass man einerseits nicht in einen kompletten Umverteilungsstaat rankommt, auf der anderen Seite eben diese Breitseite gegenüber den Kritikern nicht lässt. Also ich glaube, wie gesagt, über die Moral, das ist sehr abstrakt, also in der Politik geht es dann letzten Endes doch um Interessen und die Frage, wie kriegt man doch eine Balance zwischen politischen Kräften hin, die dann eine liberale Politik ermöglicht. Okay, da möchte ich direkt mal nochmal auf einen Satz von Ihnen eingehen. Sie schreiben da, der Sozialstaat schafft sich nicht ab, aber er schränkt die politischen Handlungsspielräume ein. Ja, damit ist ganz konkret gemeint, man kann sich das, die Zahl, die ich jetzt habe, die ist schon etwas älter, aber betrifft Baden-Württemberg. Also Baden-Württemberg hat, glaube ich, einen Gesamthaushalt von, damals war es noch vor zwei Jahren, 30, 32 Milliarden Euro im Jahr. Und davon gilt ein paar hundert Millionen Euro noch als eine Größe, mit der die Politik Gestaltungsspielraum hat. Aber allein die Zahlungen für Pensionen nehmen eben um 2 Milliarden Euro zu. Und dann kann man ja fragen, was bleibt dann überhaupt noch übrig? Also im Extremfall haben wir dann ja einen Staat, wo die Leute automatisch Steuern und Abgaben einführen und quasi automatisch Steuern und Abgaben in Form von Renten und Pensionen wieder ausgeschüttet werden. Da gibt es ja dann nicht mehr so viel zu gestalten, wie Politiker das immer nennen. Und darum ist meine These, umso mehr diese politischen Handlungsspielräume zusammenschmelzen, die sind ja heute ganz andere als, sagen wir mal, in den 50er oder 60er oder 70er Jahren, als ein Adenauer den Leuten noch eine große Rentenreform bescheren konnte oder die Sozialdemokraten das Bildungssystem ausweiten konnten und vielen Akademikern dann gute Positionen versprechen konnten, dass man immer mehr auf so alberne politische Debatten kommt, wie die Frage, ob man die dritte Toilette für das 10. Geschlecht braucht, schlicht und einfach, weil man ja auch irgendwie diesen Unterhaltungswert von Politik weiter befriedigen muss. Und das wird eben über so große, visionäre Programme immer weniger möglich sein. Also ich stelle jetzt mal eine ganz provokante These in den Raum und sage, der Sozialstaat, ihn abzuschaffen, wäre schon Grund, 99% der Politiker abzuschaffen. Weil ich einfach behaupte, dass Politiker größtenteils überflüssig sind. Also wissen Sie, das mit dem überflüssig ist so eine Sache. Die Frage ist ja, das ist immer, existieren Dinge eigentlich, weil sie nützlich sind oder weil sie irgendeinen Sinn machen oder existieren sie eben, weil sie sich eben irgendwie durchgesetzt haben. Und man kann nur feststellen, dass sich bestimmte Strukturen eben durchgesetzt haben und eben auch nicht so einfach abzuschaffen sind. Die Frage, ob man das in der perfekten aller möglichen Welten wirklich braucht, das ist eine ja, sehr, sehr offene. Und die Frage, wenn wir die Politik des 19. 20. Jahrhunderts gesehen haben, des 18. Jahrhunderts, ein Großteil dieser Politik war Rüstungspolitik und waren Kriege und die brauchte man mit Sicherheit nicht, aber es gab sie eben. Und insofern ist da also auch eher die Frage nach dem, was man sozusagen konkret verbessern kann, als die Frage, wie gesagt, wir werden weiterhin mit vielen Dingen leben müssen, die man offensichtlich nicht braucht. Okay. Herr Tamm, ich gebe mal die Frage an Sie weiter. Ich behaupte einfach mal, dass der Wohlfahrtsstaat ein Tummelfeld für politische Scharlatane ist. Der Wohlfahrtsstaat ermöglicht Politikern, überflüssige Dinge zu tun und sie auch noch zu legitimieren. Das stimmt, da ist der Wohlfahrtsstaat aber nicht allein. Also das ist natürlich ein Bereich, wo praktisch der gesamte Umverteilungsstaat, der ja über den Wohlfahrtsstaat weit hinausgeht, davon betroffen ist. Ich wollte bloß eins, wir sind uns sicher weitgehend fast einig in diesem Podium. Ich möchte aber doch Kollegen Bökenkamp gegenüber etwas Widerspruch äußern. Ich würde die Moral nicht so leicht abtun, weil unsere Gesellschaft ist so reich, dass moralische Argumente geradezu eine gigantische ökonomische Kraft zuweilen entfalten. Und Liberale oder Anhänger der individuellen Freiheit sollten diese Diskussion nicht meiden, sondern sie offensiv führen. Das ist gefährlich, wenn man das nicht tut. Wir sind so wohlhabend durch den Kapitalismus geworden, dass jede Art von moralisierendem Argument auf einmal geradezu ökonomische Kraft entfaltet. Viele Menschen brauchen einfach nichts mehr. Sie handeln
wenn man es ganz eng sieht, gegen ihre eigenen Interessen, nur weil sie es schön finden, irgendwas auf dem Dach da oben zu haben oder vegan zu essen oder was auch immer, wir jetzt gar nicht zu tief reingehen. Und diesen Grund dürfen meiner Ansicht nach Liberale nicht preisgeben. Sie müssen sagen, dass eine individualistische Moral, eine Moral, die Freiheit ermöglicht und gleichzeitig aus Freiheit entsteht, durch diese Strukturen zerstört wird. Und das ist ganz wichtig. Und wenn Moral ein politisches Instrument ist, was stimmt, so muss man trotzdem auf diesem Feld auch kämpfen. Und die Gefahr, die ich zurzeit sehe, ist, dass alle denken, das, was die Mehrheit möglichst laut sagt, das ist dann dadurch moralisch. Und das ist nicht so. Die Mehrheit hat die Moral nicht gepachtet, weder die veröffentlichte Mehrheit noch jede andere Art von Mehrheit. Und moralische Argumente auch zu kontern auf dieser Ebene, das ist ganz außerordentlich wichtig. Aus meiner Sicht. Ansonsten haben Sie natürlich recht, dass für Politiker es unwahrscheinlich verlockend ist, jeder Art Menschen etwas zu geben, was diese in diesem Moment wollen. Und am besten die gleichen Menschen noch damit bezahlen zu lassen, ohne dass sie dafür bezahlen zu lassen, ohne dass sie es merken. Das ist natürlich ein ganz eleganter Weg. Der Kollege Hendrich, der dort hinten irgendwo sitzt, und ich, wir haben gerade ein Buchanan-Brevier herausgegeben, wo die Logik dieser ganzen Handlungsweise ganz hervorragend dargestellt wird. Also natürlich nicht in dem Brevier vor allem, sondern vom Buchanan selbst. Das ist natürlich ein faszinierendes Instrument. Aber Politiker in Deutschland haben leider in diesem ihrem Tun außerordentlich viele Menschen auf ihrer Seite. Selbst Menschen, die das durchschauen. Und das ist das Gefährliche. Und dagegen müssen meiner Ansicht nach Liberale was tun. Okay, da würde ich jetzt mal direkt bei Ihnen einhaken und an Herrn Lindhoff noch mal die Frage geben. Das, was er gerade gesagt hat, Menschen stehen dahinter. Menschen oder das Volk legitimiert Politiker genau das zu tun, was sie tun. Das sieht man ja im Moment ganz extrem, dass wenn man mal so Umfragen macht, viele damit einverstanden sind, was in diesem Land passiert. Und was ich am faszinierendsten finde, Frau Merkel, das Zeugnis auszustellen, dass sie eine gute Arbeit macht. Also seitdem ich das beobachte, ich habe sie nicht bei viel Arbeit beobachten können, aber vielleicht ist das auch ein sehr subjektiver Eindruck. Trotzdem hat Frau Merkel oder auch alle, die mit ihr zu tun haben, vermitteln den Eindruck, dass sie Deutschland voranbringen und dass sie eine soziale Politik machen. Und ich behaupte mal, es wird eher, wer weiß was zufrieren, obwohl das ist jetzt ein Thema für Herrn Ehler, wer wo friert was zu, als dass ein Staat von seiner Wohlfahrt zurückgeht, wenn er dadurch Nachteile hat. Wie sehen Sie das? Ja, also erster Punkt vielleicht zu Frau Merkel. Dass Frau Merkel wenig tut, finde ich eigentlich sehr gut. Daran sollten sich mehrere Politiker ein Beispiel nehmen. Der Punkt, die Politik ist meiner Meinung nach ein System, das sich selbstständig gemacht hat. Und ihr wichtigstes Werkzeug dabei ist eigentlich der Wohlfahrts- und Umverteilungsstaat. Politiker kaufen sich ganz konkret Stimmen durch ihre angeblich karitativen Wohltaten und irgendwie partizipiert an diesen Wohltaten auch jeder. Also es gibt Betreuungsgeld, es gibt Kindergeld, alle möglichen anderen sozialen Wohltaten, was meistens auch vielleicht nur ganz kleine Beträge sind, aber wo keiner wirklich mehr durchschaut oder die ganz große Mehrheit auf jeden Fall nicht mehr durchschaut, woher kommt überhaupt das Geld, wie funktioniert diese Umverteilung. Politiker kaufen sich Stimmen, deswegen funktioniert die Demokratie auch so gut. Also deswegen läuft's. Ne? Deswegen läuft's ja. Immer noch, ganz genau. Eine Frage an Sie drei. Wie sehen Sie die Zukunft unseres Wohlfahrtsstaates? Ich fange mal bei Herrn Tam an. Wie sehen Sie die Dinge, wie es weitergehen könnte aus Ihrer Sicht? Ja, kurzfristig sehe ich erstmal aus liberaler Sicht schwarz. Ich glaube, wir haben zurzeit eine Logik, dass, und die Große Koalition wird das noch eine ganze Zeit lang weitermachen können. Und möglicherweise auch jede andere Bundesregierung wird das weitermachen können, dass es noch eine ganze Menge zum Umverteilen gibt, eine ganze Menge Mechanismen, die man erfinden kann. Ich meine, es gibt ja viele Mechanismen außer Steuern. Es sind nicht nur Steuern, die wir bezahlen. Wir bezahlen für unsere Energie mehr. Es gibt viele Beispiele. Und es gibt diesen unglaublichen Reichtum, den Wohlstand, aus dem Politiker schöpfen können und wo Leute auch bereit sind, für Dinge, die sie für gut halten und möglichst noch für moralisch halten, zu bezahlen. Es ist nicht nur so, dass Menschen bestohlen werden zuweilen durch Steuern. Es gibt auch genug Leute, die freiwillig für allen möglichen Unfug, Entschuldigung, bezahlen. Und das ist auch etwas Gefährliches. Und der Umschwung kann meiner Ansicht nach nur, sagen wir mal,
Perspektive von 10, 20 Jahren passieren, wenn einerseits die ökonomischen Zwänge stärker wirken, der Wohlstand stärker eingeschränkt wird und aber Menschen etwas verstehen davon. Und das ist auch eine Aufgabe, weshalb wir unter anderem auch hier sitzen. Also wenn Menschen verstehen, was damit passiert, durch den Wohlfahrtsstaat, durch den Umverteilungsstaat, dass ihnen das Geld unter hohen Kosten von einer Tasche in die andere sehr oft umverteilt wird, ohne dass es irgendjemandem hilft und dass die Triebkräfte, die Wachstumskräfte, die innovativen Kräfte der Wirtschaft und der Gesellschaft damit zerstört werden. Und das ist letztlich auch eine Aufklärungsaufgabe. Bei dieser Aufgabe bin ich langfristig optimistisch. Kurzfristig denke ich, dass wir noch das Schlimmste noch vor uns haben. Das muss ich leider so sagen. Also eher Sisyphus, ja, der da permanent unterwegs ist. Herr Bökenkamp, wie sehen Sie das? So, ich bin da nicht ganz so pessimistisch. Ich glaube, das ist eher auch was Kurzfristiges, und zwar, wenn die nächste Rezession kommt. Wenn man sich die Geschichte der Bundesrepublik anguckt und man analysiert, wie die Debatten liefen, dann stellt man Folgendes fest: Immer wenn es gut lief, ging die Bundesrepublik ein Stück weit nach links. Also Anfang, erste Hälfte der 70er Jahre, als man noch diesen Boom hatte, da hat man dann verteilt. Und als das dann zum Ende kam, dann hat ja auch die FDP und Helmut Schmidt etwas gegengesteuert. Das mündete dann schließlich in die christlich-liberale Koalition. Als es dann wieder besser lief, haben dann wieder Blüm und Geißler stärker die Oberhand gewonnen. Da gab es in der zweiten Hälfte der 90er Jahre wieder Kürzungen. Und wenn tatsächlich die Wirtschaftskrise auf Deutschland durchschlägt, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir denselben Reflex haben werden. Dann werden wir auch ein Wiedererstehen, Anführungszeichen, neoliberaler Ideen haben. Es ist wirklich interessant, wenn man sich Interviews zum Beispiel mit sozialdemokratischen Politikern in Zeiten des Abschwungs anguckt. Also dann sprechen die in einer Weise, wo man heute sagen würde, das ist eigentlich eine FDP-Position. Ein klassisches Interview 1980 mit dem damaligen SPD-Finanzminister Matthöfer, der auch gesagt hat, jetzt müssen wieder mehr die Familien in die Pflicht genommen werden. Und ich glaube eben, dass wir einen ganz normalen Prozess durchlaufen. Das heißt, weil es eben relativ gut geht, haben wir eher einen Linkstrend. Und wenn wir tatsächlich in den Abschwung hineinkommen, bin ich eigentlich sehr optimistisch, dass wir wieder mit liberalen Themen auch stärker in der Öffentlichkeit vertreten sein werden. Ihr Wort in Gottes Gehörgang. Herr Lindhoff, was sagen Sie dazu? Ja, sehr guter Punkt, Herr Bökenkamp. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Allerdings bin ich da auch eher pessimistisch, was die Langzeit angeht, aber auch die Kurzzeit. Ich glaube nicht, dass sich der Wohlfahrts- und Umverteilungsstaat jetzt sehr schnell abbauen wird. Es gibt, wie Herr Tamm schon verdeutlicht hat, noch sehr viel, was umzuverteilen gibt. Es gibt vor allem auch sehr viel Zukunft, das noch umverteilt werden kann. Das Geld wird munter weitergedruckt. Und im Moment haben wir noch keine wirkliche Inflation, die wir spüren. Es gibt im Moment Inflation vielleicht an den Finanzmärkten, aber im realen Leben, der kleine Mann spürt die noch nicht. Und deswegen gibt es eigentlich auch noch keine Rebellion. Alle sind zufrieden mit Frau Merkel. Und daran wird sich, denke ich, kurz-, mittel- und langfristig auch relativ wenig ändern. Ich fände es auch eher traurig, wenn sich daran irgendwas so revolutionär ändern würde. Denn dann hätten wir Verhältnisse auf den Straßen, die ich eigentlich nicht gerne sehen möchte. Ich finde, die bessere Lösung würde der Markt bieten, indem wir alle, und das kann man vielleicht so ein bisschen als Aufruf begreifen, eben dieses unternehmischere Denken wieder mehr in den Fokus rücken, den Leuten näher bringen. Und vielleicht das Beispiel Chris Gardner eben auch ein bisschen näher bringen und den Leuten sagen, entwickelt Ehrgeiz, steckt euch Ziele und werdet das, was ihr vielleicht schon seid, entwickelt euch, entfaltet euch. Interessant. Bevor wir zum Schluss kommen, weil es geht jetzt so langsam aufs Ende zu, ganz kurz, Sie haben da was Nettes gesagt, Herr Lindhoff, werde die beste Version von dir selbst. Ja, das steht so in Ihrem Thesenpapier, finde ich, ist ein sehr, sehr schöner Schlusssatz. Und ich möchte Sie drei jetzt bitten, einen Satz in einem Satz zusammenzufassen. Wenn Sie nur eine Möglichkeit hätten, einen Satz zu formulieren, was Sie den Menschen zu diesem Thema Wohlfahrtsstaat gerne sagen würden. 3, 2, 1, Herr Tamm. Ja, schau nach, wer dir in die Tasche greift und versuche, anderen nicht in die Tasche zu greifen. Danke. Verlass dich nicht auf den Wohlfahrtsstaat, wenn du darüber denkst, wie du deine Alterssicherung organisierst. Danke. Ziemlich unkreativ, vertraut euch selbst. Sehr schön. Ein wunderschöner Schlusssatz. Vielen Dank an alle drei Herren. Es war ein Vergnügen.
Ja, ich bedanke mich, dass Sie so aufmerksam zugehört haben und würde dann jetzt an den Herrn Gebauer wieder zurückgeben und wünsche Ihnen noch ganz viel Spaß. Sehr schön, danke sehr. Ja, das war ja ein schöner Ritt einmal durch den Garten des Wohlfahrtsstaates. Mir persönlich geht es ein bisschen so, wenn ich an die letzte Frage denke, vielleicht können wir alle, die wir hier versammelt sind, sehr froh sein, dass es diese Gemeinschaftswährung Euro gibt. Denn wenn der uns dann demnächst die wirklich spürbaren Probleme bereitet, dann werden wir wegkommen von dieser Linksorientierung, von der Sie gesprochen haben, Herr Bökenkamp, weil dann sehr schnell in Gesamteuropa die Erkenntnis aufkommt, das hat ja alles nicht funktioniert, das geht nicht und wir müssen uns neu orientieren. Und das ganze Geld, das gedruckt wird, ist ja eben nur bestenfalls Papier.